Herzlich willkommen zur digitalen Reise der DAFEBCON 2019. Das ist jetzt das dritte Video und dieses Mal geht es zum Thema Interaktivität und wie man sich kennenlernt auf der DAFEBCON. Mein Name ist Heike Filp und hier ist meine Kollegin. Angelika Güttel-Strahlhofer, wir sind zwei der Organisatorinnen der DAFWebCon. Heike, woran zeigt sich denn, dass die DAFWebCon auf Interaktivität viel Wert legt? Also das beginnt bei uns schon bei den Vorbereitungsgesprächen mit den Vortragenden, die wir dann darauf hinweisen, dass sie doch nicht nur präsentieren, sondern ganz einfach mal auch Interesse am Publikum zeigen können, indem sie Fragen in den Text stellen, wo dann jeder auch ein bisschen beiträgt, seine Erfahrung teilt und ähnliches. Und eines, was mir besonders am Herzen liegt, ist diese Mitmachaktion. Das ist eine so eine ein bisschen Art Schwarmintelligenz. Ich frage dann das Publikum nach ihrer Meinung, nach ihren Erfahrungen in einem offenen Textchat-Forum. Also es ist mein großes Highlight auf der DAFEBCON. Und wie sieht es aus mit dem Kennenlernen, Angelika? Bei den Mitmach-Sessions oder World Café, wie du das genannt hast, gibt es die Möglichkeit, auch Partner für Projekte zu finden. Da gibt es einfach auch eine Frage dazu und so kann man internationale Projektpartner finden. Und dann geht bei den Veranstaltungen der DAFWebCon gibt es die Möglichkeit, privat zu chatten. Das ist noch cooler als im wirklichen Leben, weil da stört man oft, wenn man so tuschelt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über unsere Social-Media-Kanäle oder über die Webseite Menschen kennenzulernen. Einfach einmal schauen, wer hat denn die Seite geliked bei Facebook oder wer folgt auf Twitter oder wer hat denn auch schon einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen. Und das sind alles Menschen, denen Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lernen ein Anliegen ist. Und du sagtest, trifft man die Leute nur online? Nein. Wir Ah, hatten schön. zum Beispiel im letzten Jahr bei der IDT in Freiburg einen Abend eingeladen, alle Vortragenden auf den diversen DAF-Webcons sich auch einmal persönlich kennenzulernen. Das war ein sehr netter und unterhaltsamer Abend. Und dann treffe ich auch immer wieder Menschen, die in Wien vorbeikommen. Im Winter vielleicht auf einem Christkindlmarkt, im Sommer vielleicht bei einem Heurigen oder woanders. Aber es macht immer sehr viel Spaß. Um mit der DAFWebCon in Kontakt zu bleiben, melden Sie sich bei unserem Newsletter an auf der Webseite. Die Webseite ist unter www.dafwebcon.com zu finden und einen Monat vor Beginn der Konferenz startet die Anmeldephase. Wir freuen uns darauf. Auf Wiedersehen!